Die Arosa Klassiker wird Ihnen präsentiert von Arosa Lenzerheide mit den Hauptsponsoren Ellipse Life und Arosa Klassiker Circle sowie dem Car-Sponsor Audi. Heulende Motoren, quietschende Reifen, die Bergluft angereichert mit dem Geruch von Benzin und Gummi. Das ist die 12. Arosa Klassiker. Das internationale Bergrennen von Langwies nach Arosa mit einer Streckenlänge von 7,3 Kilometern, 77 Kurven und einem Höhenunterschied von 422 Metern ist das klare Sommerhighlight im beliebten und innovativen Kurort Arosa. Die Zuschauer aus dem In- und Ausland kamen bei herrlichem Wetter in den Genuss von echter Rennatmosphäre an der Strecke. Und einzigartig bei der Arosa Klassiker, auch im Fahrerlager, wo der hautnahe Kontakt zu Fahrern und ihren Preziosen möglich ist. 158 Fahrer aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Schweden und Neuseeland waren es dieses Jahr, die ihre Fahrzeuge den Kurs durch das Tal bis hinauf zum Little Monaco der Alpen jagten. Aus dem Klauschrennen vor 12 Jahren ist eine der wichtigsten und beliebtesten Oldtimer-Prüfungen in Europa geworden. Ja, es hat sich sehr verändert. Ich glaube, es ist noch mal grösser geworden. Die Sicherheit hat noch einen wichtigeren Aspekt bekommen. Das Dorf ist viel mehr integriert als ganz am Anfang. Was gleich geblieben ist, ist die Freude und die Hoffnung auf die Sonne. Und die ist ja das mal wieder sehr bestätigt worden. Wir haben ja viele grosse Anlässe in Arosa. Das Arosa Humor Festival, Schneefußball-WM. Aber so viele Leute involviert in einem Event wie hier der Arosa Klassiker ist eigentlich geheim. Und das ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht. Wir haben rund 405 Leute im Einsatz, inklusive Streckenposten. Und das ist ganz ein grosser Teil, sind Einheimische, die hier einfach gratis und franco als Volontari mithelfen. Startvorbereitungen zum ersten Lauf in Langwies. In den zwei Kategorien Classic und Classic Sport Trophy geht es darum, zwei Läufe mit möglichst identischer Zeit zu fahren. In der Kategorie Competition zählt ausschließlich die schnellste Fahrt. Der wichtigste Mann und absolute Chef an der Piste ist der Rennleiter. Gerade jetzt, ein bisschen im Moment, bin ich gerade ein bisschen kribbelig, weil wir im Rückstand waren, im Zeitplan. Und ein Rennleiter wie ich, der hat das gar nicht gern. Oder? Es sind manchmal so Kleinigkeiten, die so zu Verzögerungen fehlen, nicht nur Unfälle. Aber im Allgemeinen, muss ich sagen, und vor allem, als ich runtergekommen bin und ich gesehen habe, die Leute habe ich in den 9 Jahren, als ich das mache, noch nie gesehen in Arosa. Wie ist er zu diesem wichtigen Job bei der Arosa Klassiker gekommen? Ich habe etwa 44, 45 Schweizer Meisterschaftsläufe gemacht in Misano, Monza, Hockenheim, Zeltweg, Dijon. Ich habe Bergrennen gemacht, Oberhallo, St. Peterzell. Und dann irgendwann bin ich vor 9 Jahren auf Arosa gekommen. Es braucht sehr, sehr viel Leidenschaft und viel Herz. Das alles zu machen. Ich bin rund 14 Tage da, tue den Aufbau überwachen und einfach die ganze Geschichte ein bisschen managen. Ob Sportwagen, Tourenwagen oder Formel-1-Boliden, die Fahrer schenken sich und ihren Fahrzeugen nichts. Auf der Strecke auch zu Begegnungen zwischen geschichtsträchtigen Modellen aus rund 7 Jahrzehnten Motorsport.
erste Lauf ist geschafft. Zeit für die Zuschauer, sich im Fahrerlager umzusehen, mit den Fahrern zu plaudern oder zu fachsimpeln und sie und ihre Mechaniker bei den Vorbereitungen zu den nächsten Läufen zu beobachten. Mit noch nicht mal 19 Jahren ist Lea Valentina Pilcher die jüngste Fahrerin im ganzen Feld. Seitdem ich meinen Führerschein gemacht habe, bin ich eine Woche später das erste Mal auf der Rennstrecke gewesen. Ich bin halt mit Oldtimer aufgewachsen von meinem Vater. Dann ist es irgendwie schon präsent im Leben und man wächst dann damit auch auf und auch zusammen. Und dann mich hat es einfach von Anfang an fasziniert, halt die Geschwindigkeit, wie man eben mit dem Wagen auch schaffen muss, was alles dazugehört, was man halt eigentlich die Zuschauer an der Tribüne nicht sehen, wie viel man eben mit dem Wagen auch umwechseln muss, eben wie ich jetzt auch gerade wieder nach dem Rennen, das, wo jetzt nicht gut gegangen ist, das wieder haben müssen kurz mit dem Mechaniker schauen, weil etwas nicht gestimmt hat. Das ist viel auch dahinter und ich finde, das macht recht Spaß. Bei einigen der Oldtimern fahren auch Beifahrer mit, auch wenn es nicht unbedingt bequem aussieht. Bei der Arosa Classica finden aber auch sogenannte Taxifahrten statt. Zuschauer haben die Möglichkeit, als Passagiere mit professionellen Rennfahrern die Dynamik eines solchen Bergrennens am eigenen Leib zu erfahren. Einer dieser Profis ist das Schweizer Jungtalent Anna Valente. Es ist etwas ganz anderes, aber es ist eine schöne Herausforderung und ich freue mich, dass ich da bin. Es ist eine gewisse Verantwortung, also wir müssen immer so ein bisschen das Risiko abschätzen, aber ich denke, wir machen das auch so, dass sicher nichts wird passieren. Ja, einmal eine Passagierin hatte, da war es so ein bisschen grenzwertig, aber ich habe etwas langsamer gemacht und sonst allgemein ist es sehr gut gegangen. Vor jedem Rennlauf brausen die vom Car-Sponsor Audi zur Verfügung gestellten Boliden die Strecke hinauf. Nicht entgehen lassen wollte sich dieses Abenteuer Audi-Markenchef Donato Buchicchio. Es war sehr toll. Ich durfte beim Frank Biella sitzen. Und wenn man mit diesen Legenden hier rauffährt, ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Einerseits natürlich Fahrzeug, dann die Freude an der Strecke. Aber wenn man mit so grösser unterwegs ist, also ich würde gerne wieder einsteigen. Bei diesen Klassik-Events, auch kombiniert mit den neuen Fahrzeugen, merkt einfach, die Leute haben Freude. Es schmeckt nach Benzin in der Luft. Die Leute gehen zu den Autos, interessieren sich. Man ist im Gespräch. Es ist ganz, ganz ein tolles Ambiente. Es hat sehr gute Leute da. Ich glaube, das hat man heute nicht mehr an vielen Orten und das wird man weiter pflegen. Wir sind schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, das ist die Freude am Auto. Das ist auch die Verbindung zwischen Oldtimer und den neuen Fahrzeugen. Also natürlich auch die Leute interessieren für unsere neuen Autos. Wir haben jetzt aktuell auch den Q2 da. Unser neuestes Auto, das dann kommt im Herbst. Also die Leute ein bisschen lustig machen, aber auch da sie zum Fragen beantworten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Austausch pflegt. Jetzt gehört die malerische Strecke wieder ganz den Oldtimern. Der zweite Lauf ist gestartet.
UK-Präsident Markus Markwalder über das Geheimnis des Erfolgs der Arosa Classicer. Etwas vom Wichtigsten ist ein attraktives Teilnehmerfeld. Wir haben dieses Jahr mehr Anmeldungen als Startplätze. Das ist ein Zeichen, dass wir etwas richtig machen, dass die Arosa Classicer beliebt ist. Hört all die brunnenden Motoren, ist doch schön. Und das lockt die rennsportbegeisterten Leute auf. Wir machen aber auch viel für die Zuschauer vor Ort. Also wir haben vor 4 Jahren mit dieser Live-Bildübertragung angefangen, dass man jetzt Arosa etwas sieht von der Strecke. Und haben uns da immer mehr Mühe gegeben, nicht nur einfach in einer Kurve die aufzunehmen, sondern mit Drohnen Landschaftsbilder von Arosa zu zeigen. Es ist ja wirklich ein wunderschöner Ort, wo die Rennstrecke hier eingebettet ist. Die Zuschauer von nah und fern sind auch wirklich begeistert. Wir machen auch gute, schöne Veranstaltungen, Oldtimer-Rallys und sowas, aber sowas haben wir nicht bei uns. Also ich bin hier oben aufgewachsen und so etwas habe ich noch nie erlebt. Die Atmosphäre der Leute und die ganze Organisation und die lässigen Autos. Ja. Einfach spezielle Autos, schöne, schnelle Leute. Es lebt, es ist mal etwas los, das ist genial. Ja, ist schon cool, dass jetzt etwas los ist und so. Die Autos sind schon geil. Und auch was schön ist hier, man kann ins Fahrerlager gehen, man kann die ganzen Autos hautnah sehen, was eigentlich am Nürburgring oder sonst nicht der Fall ist oder auch im Hockenheimring nicht. Aber hier kann man richtig rangehen an die Autos. Tolle Veranstaltung. Ein Event dieser Größe ist natürlich auf Sponsoren angewiesen. Seit einigen Jahren ist das Versicherungsunternehmen Ellipse Life der Hauptsponsor. Warum? Ja, erstens einmal ist das Motto der Berge, der Sicherheit, der ganzen Solidität, das ist eines unserer Mottos. Und es passt natürlich sehr gut zu den Bergen, wo wir hier in Arosa erleben dürfen. Dann, glaube ich, die Passion, die man dafür hat. Also wir haben auch sehr stark Unternehmertum, Passion. Und dann die Kombination von zwei Sachen, glaube ich, die in diesem Event sehr extrem wichtig sind. Das eine ist Freude, das andere ist Spass haben, das andere ist auch mit Kollegen umgehen, sehr kollegial sein. Gleichzeitig aber extremste Professionalität. Oder? Auch da, es passiert sehr wenig, aber gleich wie im Berufsleben auch, es braucht Vorbereitung, es braucht Professionalität und das alles kombiniert, ist, glaube ich, reflektiert sowohl den Wert von Arosa als auch den Wert von Ellipse Life und darum ist das, glaube ich, ein perfekter Fit. Nicht zu vergessen, dass einige Mitarbeiter von Ellipse Life passionierte Autogründe sind. So kauft auch Alberto Franceschetti in einem Porsche 911 die Strecke hoch, allerdings außer Konkurrenz. Es ist eigentlich ein 89er-Jahrgang, also eigentlich weniger als 30 Jahre alt. Aber ich durfte mit der Rennleitung reden. Die waren sehr, sehr flexibel, sehr zuvorkommend und haben mich hier in Demoklasse fahren mit dem Auto fahren lassen. Nicht nur die Sponsoren, auch einige der Fahrer sind seit vielen Jahren regelmäßig am Start. So auch Roger Heimgartner. Das ist ein 83er Alfa GTV, 6-Zylinder. Mit der Trennsechsel, das heisst Getriebe und Bremsen sind an der Hinterachse. Und dadurch eine relativ gute Gewichtsverteilung. Er ist eigentlich original soweit. Der Motor ist neu gemacht. Er hat 160 PS, das war in den Jahren normal. Das Einzige, was ich gemacht habe für die Sicherheit, ist Überrollbügel, Vierpunktgurte und Trennsitz. Dass, wenn mal etwas wäre, was wir nicht hoffen, gewisse Sicherheit auch hast. Aber sonst ist eigentlich das Auto original. Angefangen habe ich vor 8 Jahren, also einfach mal mit aufbauen und dann eben sie eigentlich mein erstes Rennen hier in Arosa gewesen, weil den Pascal Jenny kenne ich natürlich sehr gut vom Handball her und er hat gesagt, das wäre doch etwas für dich. Und so habe ich angefangen, bin dann angefressen worden und so hat man einfach weitergemacht und weitergemacht und ja, jetzt hat man viel Spass. Mittlerweile hat man 2-3 Autos, dass man auch noch andere Events gehen kann. Ja, das gehört halt einfach, das ist ein bisschen Sucht. Der erste Renntag neigt sich dem Ende entgegen. Am traditionellen und exklusiven Race-Dinner in der Eventhalle gibt es für die Fahrer Gelegenheit, Freundschaften zu pflegen und zu vertiefen und dabei Spezialitäten der Bündner Küche zu genießen. Sonntagmorgen. Die Zuschauer pilgern an die Strecke. Die kostbaren Fahrzeuge werden wieder rennfit gemacht. Start zum dritten Lauf.
Und wieder kommen die Fans voll auf ihre Rechnung. Selten sieht man bei einem Rennen so viele unterschiedliche Fahrzeuge. Rund 70 Jahre Renngeschichte sind auf der Strecke zu bestaunen. Publikumsfavoriten gehört die Corvette von Thomas Rösch. Mein Auto ist am 1. Juli 1966 zum ersten Mal eingelöst worden. Ist ein halbes Jahr älter als ich, was ich eigentlich noch schön finde. Wir haben einen Umbau vor 3 Jahren. Der Urs Erbacher in Arlesheim hat das Auto umgebaut, so wie er jetzt hier steht. Wir haben ein bisschen Geld investiert, dass er dann an und für sich so hier steht. Und wir haben den Blausch. Die Leute haben, glaube ich, auch wirklich richtig Freude am Auto und es ist toll. Auch wenn es nicht um Punkte geht, bleibt die Strecke eine Herausforderung für die Fahrer. Anspruchsvoll mit Hornodeln, mit bergauf, bergab. Es braucht volle Konzentration, es braucht Fahrzeugbeherrschung, es ist Adrenalin, es ist ein hoher Puls, es ist Schwitzen. Ich liebe das, wenn es anspruchsvoll ist, wenn es irgendwo halt auch gefährlich ist und wenn es darum geht, Auto wirklich können kontrollieren. Das ist das, was mir Spaß macht. Während die Corvette auch Laien begeistert, kennen nur sehr wenige den Alta 2000, den Wilfried Bechtolsheimer souverän durch die Kurven jagt. Das ist ein ganz kleiner englischer Name. Er hat nur 6 von diesem Modell gebaut und noch ein paar andere und nach dem Krieg ein paar Formel 2 Autos. Und ist von 1936 und hat einen 2-Liter Motor mit Kompressor, also schnell genug. Aber ich habe auch italienische Autos und wir haben einen Mercedes dabei, also ich habe verschiedene, aber für den Sport ist der hier eigentlich besonders geeignet. Macht viel Spaß. Über die Zeit, wo Arosa Classics ist, ist natürlich in Arosa generell, sieht man im Hotel auch, aber man sieht es im ganzen Dorf, da summt es, da ist was los und so, das ist natürlich schön. Tatsächlich summt es entlang der Strecke und auch im Dorf. Das Publikum ist hautnah an der Piste, verschiedenste Essens- und Getränkeangebote stehen zur Verfügung und auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Damit dieser grandiose Event auch in Zukunft Fans und Fahrer begeistern kann, haben sich einige der Race Driver zum Arosa Classicer Circle zusammengeschlossen. Ich bin angefragt worden von Markus Markhalter zumal. Ich würde mitmachen, ich habe das sehr gerne gemacht, weil ich finde, man muss etwas tun, dass die Veranstaltung am Leben erhalten bleiben kann und ich mache das sehr gerne. Das neueste Mitglied des Circles erklärt uns seine Motivation. Ich bin sehr lange aktiv Rennen gefahren, habe profitiert von den Organisatoren, habe profitiert von guten Ratschlägen von Mechanikern, von anderen Fahrern und so. Und irgendwann sehe ich jetzt, dass ich ein bisschen zum alten Eisen gehöre, definitiv. Und dann wird man etwas zurückgeben. Ich bin eigentlich froh, wenn auch die Generationen nach mir dasselbe dürfen erleben, was ich jetzt jahrelang können erleben konnte. Und darum, also nicht nur auch zuletzt, ich habe ein paar, die schon dabei sind. Da haben so ein Bächli, der Reto Toscan und so. Und habe eigentlich gefunden, das steht mir auch an. Kann man tun. Noch einmal sind wir im Fahrerlager. Der letzte Rennlauf steht an. Während sich einige der Aktiven bereits entspannt zurücklehnen, das Publikum noch einmal zwischen den Boxen flaniert, werden die Fahrzeuge zum letzten Mal für die Strecke vorbereitet. So auch der Herald RT1, mit dem Thomas am Weg in den ersten 3 Läufen Bestzeit gefahren ist.
Der erfolgreiche Formel-3-Fahrer hat damit beste Chancen auf den Gesamtsieg. Zum letzten Mal in diesem Jahr sind die Wagen unterwegs zum Startgelände. Der vierte Lauf ist gestartet. Noch einmal schlängeln sich die Fahrer mit ihren kostbaren Boliden nach Arosa die Straße hoch. Wir erleben Thomas Ambergs Fahrt on board. Halten Sie sich gut fest. Hat es tatsächlich geschafft. Viermal Bestzeit in vier Läufen. Mehr geht nicht. Es war sensationell. Super Organisation, super Kulissen, alles. Mega Spass gemacht, mit dem Auto zu fahren. Mega happy. Ja. Ich bin noch nie keinen Meter in dem Auto gefahren vorher. Ich bin am Mittwoch eine Sitzprobe gemacht. Am Donnerstag sind wir reingefahren, Corso mitgefahren. Ich musste alles kennenlernen, die Schaltung, alles. Und ja, es ist recht eindrücklich gewesen. Vor allem eben vom Mercedes und Formel 3 bin ich ganz anders gewöhnt. Und ja, das ist wirklich das Ziel, das war, das ganze Auto ganz zu lassen. Das war super. Ja. Das Rennen ist vorbei. Bei der Siegerehrung werden die Fahrer der verschiedenen Kategorien und Altersklassen der Fahrzeuge für ihre Leistung belohnt. Glückliche Gesichter überall. Und auf dem ersten Rang, der bekommt 3 Liter Delea Weine Carato, einen Pokal, die Einladung zur Veranstaltung 2017 durch das Partnerhotel Arosa Kulm Hotel, ein Arosa Bentley aufgestellt im Arosa Ferienort. Und das ist Thomas Ambeck! Für dieses Jahr ist die Arosa Klassiker Geschichte. Mit einem glücklichen Sieger, der mit 4 Minuten 17 Sekunden und 83 Hundertstel einen neuen Streckenrekord eingefahren hat. Das Schlusswort gehört Pascal Jenny. Müde, glücklich, fasziniert, begeistert. Schon eigentlich unbeschreiblich. Einmal mehr, Arosa Classic Car ist einfach das Sommerhighlight, das wir hier oben erleben dürfen. Und die Erfolgsgeschichte Arosa Classica geht weiter. Wir freuen uns auf die 13. Ausgabe vom 31. August bis zum 4. September 2017. Die Arosa Classica wird Ihnen präsentiert von Arosa Lenzerheide mit den Hauptsponsoren Ellipse Life und Arosa Classica Circle sowie dem Carsponsor Audi.